Hey, grüß dich, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute möchte ich dir meine Methode für English Paper Piecing ohne Papier zeigen. Also normalerweise nimmt man bei English Paper Piecing ja ein Stück Papier, Hexi zum Beispiel wie das hier, und macht da Stoff drumherum. Und wenn man das gemacht hat, kann man die zusammennähen und am Ende fummelt man dann das ganze Papier wieder raus. So, Papier rausfummeln finde ich doof und weil ich das doof finde, mache ich das ohne Papier. Also was ich dafür brauche, ist ganz normal Stoff, den stärke ich aber vorher ganz reichlich. Und wenn ich den reichlich gestärkt habe, schneide ich den mit den Schablonen, die ich habe, aus. Und ich nehme die Tulas Blumas gerade, weil ich die ganz cool finde. Und die haben hier so Linien eingemalt und man sieht, wie der sichtbare Bereich ist. Und die habe ich mir einmal auf den Kopierer gelegt und bei 100% kopiert. Wichtig, dass es 100% ist, damit das auch nachher die richtige Größe hat, weil der Kopierer irgendwie nicht exakt kopiert, wenn man auf Kopieren drückt, warum auch immer. Und das kann man dann aus Papier ausschneiden, aber ich habe das nochmal auf ein Stück Plastik geklebt, und zwar ist das Schrumpfplastik. Das hatte ich noch in der Schublade liegen, wollte kein neues kaufen, hatte noch was. Und das Gute daran ist, der ist auf einer Seite rau, man kann das hören, aber nicht sehen, und da hält ganz gut so ein bisschen von dem Kleber. Das ist der hier, den ich auch für das Kleben von den Stoffstücken benutze. Und dann kann man die vorübergehend darauf fixieren. Und wie das genau geht, das zeige ich dir jetzt. Und dann siehst du mein Gesicht nicht mehr, aber dafür meine Hände. Und ich erkläre Schritt für Schritt, wie das funktioniert. Und wenn dir das gefällt, dann kannst du das ja einfach mal nachmachen. Und du findest mich auch auf Instagram, wenn du möchtest. Und da kannst du dann Bilder posten und tag mich doch, wenn es dir gefallen hat. Alles klar, dann geht's los mit dem Zeigen. So, ich habe mir hier alles vorbereitet. Zum einen die Schablonen und dann habe ich schon mal fertig ausgeschnitten und gestärkt. Das ist jetzt hier nicht ganz so dolle gestärkt, wie es eigentlich sein sollte, aber da muss ich jetzt mit leben. Und die Teile, die kann ich jetzt nach und nach alle falten. So, ich nehme mir die Schablone. Raue Seite habe ich oben. Wenn du was anderes, ein anderes Material benutzt, musst du gucken, wie das funktioniert. Und dieser Kleber, der ist nur, wenn man den hier drauf macht, so leicht klebrig. Ein bisschen gucken, dass der nicht zu dolle ist. Und dann versuche ich das zu positionieren. So, ich positioniere das auf der oberen Seite. Also normalerweise würde man das ja hinten drauf kleben und umschlagen. Ich mache das genau andersherum. So, jetzt ist es vorübergehend fixiert. Drauflegen. Man kann entweder hier am Rand direkt kleben oder, wenn man das so fühlt, da wo das Plastik ist. Wenn ich das mache, wo das Plastik ist, dann habe ich nachher keinen Kleber daneben, sondern klebe nur da, wo auch Stoff ist. Jetzt falte ich vorsichtig, ich sehe hier die Kante, ja, und falte das nach hinten und klebe das schön fest. Ich kann dann hier nochmal kontrollieren, ob alles richtig ist und dann geht es an die nächste Seite. Man braucht gar nicht so wahnsinnig viel Kleber, aber wenn man einen ganzen Quilt damit machen will, dann braucht man definitiv mehr als eine Patrone. So. Gucken, dass alles passt. So. Je mehr man gestärkt hat, desto einfacher ist es tatsächlich. Wenn es nämlich schön gestärkt ist, dann ist es so ein bisschen wie Papier falten. Und wie man Stärke selber macht, das kann ich euch noch mal in einem anderen Video zeigen. Aber Stärken und Bügeln muss man, glaube ich, nicht unbedingt erklären. Deswegen habe ich das übersprungen. So, und immer schön nach hinten falten. Zweimal noch. So, an der Kante ausrichten hier. Falten, drücken, dass es schön klebt. Und dann hier noch einmal falten. Und dann haben wir das geschafft. So, alles gefaltet, dann abziehen. Und fertig ist. Ich habe hier auch noch zwei andere vorbereitet. Die müssen jetzt noch gebügelt werden. Ich mache die auf der Seite, bügel ich die. Und dann sind die schön steif und fertig zum Zusammennähen. Und so einfach geht das. Ohne Papier muss man nachher nichts rausfummeln. Funktioniert ganz genauso und kann man dann hervorragend zusammennähen. Viel Spaß beim Nachmachen!
So, ich hoffe, dir hat das gefallen. Falls ja, Daumen hoch. Falls du Fragen und Anregungen hast, gerne in die Kommentare schreiben. Abonniere meinen Kanal, wenn er dir gefällt. Und in Zukunft gibt es noch mehr Videos, versprochen. Bis dahin.